Ja. Geh mal ins Inventory. Stimmt. Nee, hab ich nicht. Doch. Doch. Ja, erhöht die Chance, dass die, Oh doch, tatsächlich, erhöht die Chance, dass Feinde seltener bei dir. Voll geil. Ups, das wollte ich nicht. Hyperion. Wir beklauen sie einfach mal. Hier ist noch Muni, aber ich weiß nicht von wem die ist und die habe ich voll. Scheißegal, einfach alles mitnehmen. Nein, ist doch dumm, wenn ich Muni mitnehme. Oh, hier ist eine Waffenkiste. Nice, eine Shotgun. Kann ich die nehmen? Will jemand? So, was haben wir denn da? Also ich würde gerne eine Shotgun nehmen. Hat irgendjemand was dagegen? Nein. Okay, danke. Was macht ihr denn alle? Ach so, so sieht es aus, wenn ihr euer Inventar öffnet. Ja. Wie? Zeig mal. Geh mal in dein Inventar. Na, dann kommt da so eine Karte. Nice. Ja. Du, Duran, was hast denn du noch für eine andere Waffe gehabt? Ich hab ein... warte. Die hier, siehst du die gerade? Warte, ich kann ja auch den Namen sagen. Gearbox Riffle. Das ist eine normale MG, würde ich jetzt mal sagen. Oder ein... Ja, die haben wir alle bekommen, wegen dem Pre-Order, hab ich doch gesagt. Und noch ein SMG. Ein kleines, aber das habt ihr auch alle, oder? Ja. Okay. Gearbox, Projectile, irgendwas. Warte. Ich gebe ihm jetzt ein Auge, ja? Hat jemand was dagegen? Nö. No. Ja. Gut, Quest abgeschlossen. Säubere Barry, Kapitel 2. Nee, säubere Berg. Oh. Das ist ja nur eine Double Shotgun, das ist natürlich lame. Dann reisen wir mal. Soll ich starten? Ja. Timer. Ja. Ladebildschirm und geile Waffen. Sei wachsam, Untertan! Auf diesem Gletscher herrscht ein Bandit namens Captain Flint, der mich ein paar Monate als Folterobjekt festgehalten. So, hast du gestartet, ja, ne? Ja, natürlich. Oh, jetzt sehe ich endlich mal die Monster. Achtung, Leute von Pandora. Hier spricht Handsome Jack. Und ich biete jedem, der mir den Kopf des Kammerjägers bringt, der gerade in Ravensburg eingetroffen ist, 1 Million Euro. Oh, und ich biete noch immer eine Belohnung für Roland, den Massenmörder und Anführer der Crimson Raiders. Wow. Ich habe 3 Leute mit Headshot getötet. Wie viele leben noch? Wieso sniperst du, Frank? Okay, Jungs, hier spricht Captain Flint. Findet diesen Kammerjäger und bringt ihn zu mir! Sofort! Einfach über die Mauer springen. Wir müssen ja... Ja, ausrastet. Ja, ne? Der ist geil auf Geld, Mann. Der ist Geld geil, der Junge. Soll er YouTube-Partner werden? Ja, Mann. Das muss ich bei... Na, egal. Sagenhaft. Zuerst greifen Captain Flint Banditen an, dann taucht Claptrap auf. Ich muss in einem früheren Leben kleine Hündchen. Ich glaube, ich habe ein Schild gefunden. Sag, Kammerjäger, könntest du Flints Männer für mich killen? Alter, ich kämpfe gerade gegen einen Bullymonk-Bike und einer Gruppe Bullymonks allein. Ey, komm. Wir kämpfen alle. Ja, kämpft ihr alle gegen jemanden, der dir halbe Leben abzieht mit einem Schlag? Ich geb dir gerade Unterstützung, hör auf zu heulen. Überall, aua. Oh, ein Bullymonk ist hinter mir. Der wurde mit Stein, der Pisser. Der ist ziemlich sauer. Nice. Headshot. Geht ihn mal retten, ich geb Unterstützung aus der Luft. Neue Stärke. Wo sind hier denn Gegner? Ja, bist du da hochgekommen, Frank? Ich laufe schon die ganze Zeit lang. Ich hab schon 10 Gegner oder so getötet mit Headshots. Frank, könntest du mir helfen? Ja, ich krepiere auch gleich. Ah, ich bin Level up. Level. Wir sind alle Level up. Cool. Wow, fuck, hört auf mit Stein zu werfen, ihr scheiß Dinger. Werfen mit Stein? Echt? Ja. Echt? Wir sind treffsicher. What the fuck? Aber die Gegner sind irgendwie härter als im letzten Teil. Oh, ich hab die Quest beendet. Wieso hechelt Flint eigentlich so? Das ist doch. Der hat gerade gar nichts selber gemacht. Doch. Doch, der hat sie angefeuert. Oh, fuck, Alter. Sniper-Munition. Alter, Hilfe! Wo bist du denn schon wieder? Kämpfst du denn gerade? Wir sind Bullymong-Nest.
Ja, ich sehe es, ich schieß gerade auf einen. Bleib bitte zurück, Kammerjäger. Oh, nice, neue Stärke. Ich bin nicht angekommen. Holy Monk Slinger, was pullst du denn? Nein, hier? Nein, ich brauch Leben. Oh, ein Friedhof. Ich brauch Sniper-Munition. Guck mal, ist das schön hier, oder? Ich brauch Geld. Dass dieses Spiel schon im ersten Level Leichenschändung beinhaltet. Leichenschändung, echt? Auf dem Friedhof irgendwelche Mutantenaffen töten. Das ist Mutantenaffen? Das sind keine Mutanten. Naja, die Affen im Zoo haben ja nicht gerade 4 Arme, oder? Das sieht man doch immer. Immer. Kann sein, wenn sie nicht 2 Beine haben, sondern nur 4 Arme. Wir müssen mal den Typ hier aus seinem bescheidenen Heim holen. Mach ich das? Erstmal klaue ich die Munition aus seinem Briefkasten. Warte, ich habe doch ein Schild bekommen, oder? Kann ich das anlegen? Ich habe eine Granate bekommen. Ey, wieso hast du ein Schild? Hab ich gefunden. Oh yeah, wie geil. Wie groß ist denn das? Weiß ich nicht, wo sieht man das? 100. Na, da unten? 100, nee, 101 Punkte. Alter, das ist viel für den Anfang. Plus Claptrap. Hier hinten. Der ist gegen den Zaun gelatscht. Oh, wie geil. Ganz nebenbei, das ging der Schaut lang. Kammerjäger. Ich bin Kammerjäger. Gentleman. Gelette Gentleman. Wer labert ihn an? Ich. Du bist der charismatische Zwerg, ja? Oder willst du das machen? Das glaube ich, nein. Ist besser, wenn Zurill das macht. Lass ja, Zurill. Stimmt. Aber ich kann mit dem noch nicht reden. Noch nicht, weil der gerade labert. Ja, ja, ist okay. Wir haben 2 Gold von ihm gekriegt. Da ist hier Shotgun-Munition drin, Duran. In dem Briefkasten. Wo ist hier? Alter, Duran, hör mal auf rumzurennen. Gunladen. Ich finde den nicht. Ach, da. Auf. Mann, was ihr für Chaos verursacht, ganz ehrlich. Nur das hier mit dem hier verbinden und. Ah, cool, ich könnte mir hier einen Skin holen. Ja, und dann mal sagen. Meliwin Style. Wo hast du einen Skin? Er spricht wieder. Könnte ich mir hier kaufen? Bei dem Laden. Stellung. Zeit, dass wir uns mit den Crimson Raiders in Sanctuary zusammen. 227, das könnte ich mir sogar leisten. Ich nicht. Aha. Wie zum Beispiel dieser Heatherlock. Ich stehe direkt hier. Keule. Jetzt, wo Lyersburg sicher ist, kann ich ja den Haupt wieder einschalten. Alter. In dieser Stadt gibt es unzählige ja, Dinge, die gegnerischen Killer wie dir nützlich sein könnten. Ich habe mal eine Waffe gekauft jetzt von den Scheißwaffen. Echt jetzt? Ja. Furchtloser Anführer. Oh, man muss doch mal was ausprobieren, oder nicht? Erst fasst er was davon, dass er dem Grenzland Frieden bringen wolle. Scheiße, kann ich muss sein, dass das so Hammerlock ziemlich rumbackt. Nö. No. Warum? Bei mir läuft ja so ein Lager. Ist ja auch ein Cyborg. Bist du ja. Also meinst du, es ist normal? Ja. Oh, ich hol mir diesen Revolver. Na los, funktionier schon. Exkremente nochmal. Das schwarze Brett ist kaputt. Er ist wirklich ein Gentleman. Deaktiviert haben, bevor sie nach Exkremente nochmal. Exkremente nochmal. Ein paar Jobs für dich posten. So, ich hab jetzt einen Revolver, einen geilen. Guck dir meinen Revolver an, er glüht. Echt? Gut, habt ihr jetzt alles schon geplündert, während ich dem nice. Dialog zuhören musste? Wir haben eingekauft, nicht mehr. Gut, dann nehme ich jetzt Quests von ihm. Ich kann dir den Revolver geben, Cyril, den hab ich gerade gefunden. Dir, jetzt haben wir alle ein Schild bekommen, angeblich. Die Frage ist, um sich vor Jacks Armee in Sicherheit wer kann... Doch, haben wir. Doch. Captain Flints Männer töteten jeden, der blieb. Ich nicht. Flint oh, doch, jeden Liasburg getötet. Hey, Cyril, ja? Wie kann ich dir eine Waffe geben? Halte X, um zu tauschen. Wenn du die Stadt von ihnen säubern warte. Könntest, wäre das sehr gentleman-like. Die Ziele auf deinem Hand gehören zu deiner aktiven Mission. Du kannst deine aktive Mission mit deinem was denn? Sorry, warte. Du kannst auch einfach Rechtsklick auf die Waffen machen, dann lässt du die fallen. Ja, warum kann ich's? Erik, bleib erstmal hier. Ja. Dann wirfst du einfach was raus. Wir jetzt machen müssen. Warte, Extension, die Bullybox. Nee, doch nicht. Kapazität Rechtsklick 76. Einfach. Rechtsklick einfach auf die Waffe. Ist sie rausgeflogen ja, hier? Ja, da. Alter, mit Brandmuni oder was? Ach, ich will auch ja. Eine Elementarwaffe. Warum hat der schon eine Elementarwaffe? Wieso krieg ich keine Elementarwaffe? Aber den Friedhof haben wir da schon Ich seh sie gar nicht. Es ist diese Pistole. Ach doch, okay, ich hab die ausgerüstet.
Aber wo ist die jetzt? Ich hab noch einen Revolver und einen Shotgun, also ich mach echt Damage. Halte X und. Hä, ich kann die gar nicht ausrüsten, was soll das? Ich komme noch nicht mit dem Inventar. Ah, jetzt habe ich das verstanden. Anfrage wurde an Erik Pilz übermittelt. Was? Säubere Friedhof und säubere Teich. Na, nee, eigentlich nicht. Haben wir das nicht schon gesäubert? Dann lass uns zum Friedhof gehen. Ja, und der Friedhof war hier, den ich vorhin schon gesäubert habe am Arsch. Ja. Nee, hier sind neue Gegner. Ja, logisch, aber oh, fuck. Oh, scheiße. Au. Alter, der hat mir das ganze Schild mit einem Schlag weggenommen. Alter, der Revolver ist ja mal richtig Hammer. Boah, die überleben 3 kritische Treffer in den Kopf. Boah, wie geil der Revolver ist. Fuck. Ich bräuchte vielleicht Hilfe. Ja, ich baller doch schon die ganze Zeit. Nee, ich bin im Teich. Zum Teich? Wieso gehst du zum Teich, wenn wir zum... Ich bin runtergefallen. Ja. Warte, ich geh mal zurück. Epic Nahkampf. Gekrittet. Ha. Die schaffen das schon allein. Lol, du hast den schon zurück und wir haben noch nicht mal den Friedhof. Das ist die Inventarwaffe. Alter, wie schwul, ne? Okay, jetzt haben wir beide. Alter, ich bin fast tot. Kehr bitte zum schwarzen Brett zurück. Ja, ich kehre zurück. Alter, wie episch der ist, ne? Keule. Da unten vielleicht irgendwas liegt jetzt, weil das fällt, glaube ich, für jeden Einzelnen raus. Wo? Nee, ich glaube nicht, dass es für jeden Einzelnen rausfällt. Was lag denn da unten? Da war nur Geld. Also eine Waffe habe ich nicht. Doch ein Schild kann ich irgendwie schenken, aber ich habe ja auch gerade schon bessere. Warte, jetzt geben wir die Quest bei Sir Hammerlock ab und dann können wir ans schwarze Brett. Sagt der Timer, du ran. So der Timer sagt. Wir haben eine Riffle bekommen oder so. Der Timer sagt. Warte. Ja, stimmt. Hey, die und ist gar nicht mal so zwei neue Quests. 5 Minuten. Beschilderte Gefälligkeiten. Wenn du hier draußen überleben willst, wirst du einen besseren Schild brauchen. Besser. Und du hast die Haare schön. Style ist alles. Wenn du hier draußen eine Weile überlebst, die Frage ist, wer die einen besseren Schild. Wer kann die Quests auswählen? Ich nicht. Gebt mal alle auf Quests und klickt mal auf probiert mal auf eine zu klicken. Quests, wo kann man das anklicken? Ach, irgendjemand hat das gerade verändert. Ja, ich hab die. Du kannst die verändern. Ja, sieht so aus. Na, klick mal auf irgendwas. Ach so, nee, kann ich nicht. Frank, probier du mal. Was? Probier mal, geh mal auf I und dann Mission. Und probier mal, ob du die auswählen kannst. Er ist der Horst, also das müsste klappen. Nee, ja. Ich kann das. Ja, okay. Hör auf zu spammen. Okay. Welche wollen wir nehmen? Na, erstmal die Haare schön, das ist doch hier irgendwo, oder? Warte, ich guck einfach mal auf der Map. Okay, ich sehe nichts auf der Map. Okay, dann machen wir jetzt erstmal du hast die Haare schön, oder was? Ach so, das ist eine Sammelquest. Na, dann lieber nicht. Ja. Lieber nicht. Wir müssen sowieso alle machen. Beschilderte Gefälligkeiten. Da kriegen wir ein neues Schild, das ist doch geil. Wollen wir da hingehen? Gut, na, wir müssen eh hier raus, das können wir erstmal machen. Ja, mit dem Aufzug hier. Da geht's nicht runter, hier ist der Aufzug. Och Mensch. Kommt mal alle her hier. Nein, das ist die Tür. Hä? Aro, kommt runter. Alter, wie groß die Landschaften sind. Ja, ne? Echt epic. Wo wollen wir hin? Oder wo müssen wir hin? Warte, ich brauch den Kotzeimer. Geht wieder. Wir müssen geradeaus. Warte, das ist ein Feind. Killer Marateur oder so. Oh. Seh nix. Der kriegt keinen Schaden. Shotgun-Zwerg. Wollen wir runtergehen? Ja, müssen wir. Hier kann man. Alter, was ist das für eine geile Waffe, die wir da bekommen haben? Eine Gatling, oder? Hä, welche Waffe? Aus der Quest haben wir eine Waffe bekommen. Echt? Aber die ist ziemlich ungenau, ja. Diese spanischen Sprüche von Salvador, Alter. Lol, die ist ja mal richtig. Oh mein Gott, ein Psycho. Ja. Oh, wie die Gegner jetzt echt nur am Ausweichen sind. Level up. Ja. Da müssen wir zwar gar nicht hin, aber komm.
Aber die Waffen sind irgendwie ganz schön eklig. Da oben sind Rats. Alter, wie geil ist denn bitte die Waffe? Das ist eine Waffenkiste. Ich hab keine Munition. Nee, explosiver Gastank. Was wurde aus Helena Pierce? Hier ist eine Quest. Wir haben den Zug, der durch der Dustpferd gehijackt. Wenn alles gut geht, Duran verbrennt gerade. Innerhalb eines Tages erreichen. Hyperion hat keine Truppen von New Haven abkommandiert, um uns zu verfolgen. Und ein Sandsturm hat ihre nächste Grenzstadt begraben. Wir müssen nur... Oh, verdammt! Alle weg von den Fenstern! Du hast eines von Helena Pierce letzten Audiologs entdeckt. Sie war Lieutenant bei den Crimson Raiders, dem Anti-Hyperion-Widerstand. Ich wüsste zu gerne, was aus ihr geworden ist. Wenn du den Rest dieser Audiologs findest, kaufe ich sie dir gerne ab. So Leute, ich brauche jetzt neue Rivel-Munition. Also falls dir einer sieht, das wäre echt nicht schlecht. Wir müssen jetzt genau in die andere Richtung. Ich glaube, das ist ein bisschen blöd. Warte, ich nehme wieder die andere beschilderte Gefälligkeiten. Die ist genau hier vorne. Alter, die explodieren hier. Mit der Waffe. Hast du auch eine Elementarwaffe oder was? Ja, die wir von der Quest gekriegt haben. Hier kann man den Aufzug benutzen, aber wartet nochmal kurz. Ja, hier erstmal looten, ne? Ja, alles. Ich habe nur noch 3 Schuss für meine Sniper, das wäre schon echt nicht schlecht. So ein Speicherpunkt. Ja, wie sieht die denn aus, die Muni für dich? Die Sniper-Munition sind so mehrere einzelne Patronen zusammengefasst in so eine Art kleines Bündel. Ein Kasten oder? Nee, das ist ganz klein. Kleiner als alle anderen Munitionsteile. Ey, wollen wir da hingehen? Wollen wir da wo dieses. Nee, hier ist noch eine Quest aktiv. Ja. Benutzt ihr den Aufzug? Ja, dann würde ich sagen, tun wir das. Ja, wo ist denn der? Der Schaltkasten des Unterschlupfs gab den Geist auf, nachdem Claptrap versucht hat, sich Timer vorbei. Darin zu integrieren. Ach, so ein Scherzkeks! Besorge einfach eine neue Sicherung für den Aufzug und ignoriere, was er wegen dem Schaltkasten gesagt hat. Timer vorbei. Gut, dann machen wir jetzt erstmal eine Pause. Sag tschüss zu Mama und Papa. Tschüssi. Tschüss. Ihr seid peinlich, Leute.